Ich bin vorhin hier reingekommen und habe meinen Mantel in den Keller getragen, nach meiner Gewohnheit, und dort die Kinderräume besichtigt. Mache ich auch gerne. Ist ja wichtig, auch die Kinder zu begrüßen. Sie waren aber größtenteils nicht da. Aber ich möchte euch berichten von zwei Kindern. Die sind jetzt auch in der Kinderstunde. Und von Felix. Felix ist hier. Stimmt's? Felix? Jawohl. Ich habe etwas gesehen, was die meisten nicht sehen konnten, weil noch wenige Leute da waren. Zwei Jungs standen am Fenster und guckten, wo die Fahrräder sind und haben im Sprechchor gerufen, Felix, Felix, Felix. Oh, dachte ich, so möchte ich auch begrüßt werden. Ja? Und dann habe ich mir den Felix, der lief draußen, er hat es leider nicht gehört, aber er weiß wahrscheinlich, er kennt seinen Fanclub, Felix, ja? Er kam ganz cool hier rein, fast unberührt, ja, und hat seinen Platz eingenommen, ja. Und ich bin nachher zu ihm, habe gefragt, wer waren deine Fans? Ah, sagt er, Großcousins und so, ja. Er kannte sie schon. Das ist der richtige Einstieg, wenn man in die Gemeinde geht. Ich will das jetzt nicht zum Nachahmen machen. Felix Fanclub macht das ja schon hier. Aber so habe ich Gemeinde erlebt, ein Leben lang, wo man herzlich begrüßt wurde, willkommen geheißen wurde, wo man sich die ganze Woche schon freute auf den Sonntag, natürlich auch auf die Predigt, aber auch auf die Begegnungen. Als wir noch schlechtes Internet hatten in unserem Dorf, da hatten wir kaum Botschaften bekommen. Wenn wir aber aus dem Dorf wegfuhren, dann macht es hinten auf der hinteren Reihe, wo unsere Kinder saßen, da macht es piep, piep und man merkte, wir sind online. Und dann fuhren wir in dieser Zeit nach Kirchheim-Bolanden, wo ich die Gemeinde gegründet hatte. Und unterwegs haben wir schon alles erfahren, den ganzen Fanclub, die sind schon da, die sind schon da. Und je näher wir dieser Stadt kamen, war ja ein weiter Weg, so 20 Minuten, je kompletter wusste man, wer von wem man dort auf dem schwarzen Sofa, das gab es hinten, schon begrüßt wird. Fast wie bei euch, Felix, Felix. Und einmal wollte ich nicht zum Gottesdienst, weil ich Urlaub hatte. Und ich sehe noch meine jüngste Tochter vor dem Schlafzimmer, ihrem Zimmer, unserem Zimmer, oben am Badezimmer stehen. Und ich habe ihr gerade gesagt, ich habe Urlaub, ich gehe heute nicht in den Gottesdienst. Auch ein Pastor muss mal Urlaub machen. Das ging nicht. Sie hat mich überzeugt, das geht nicht. Sie muss in den Gottesdienst. Und ihre Brüder müssen in den Gottesdienst. Und, sagte sie, du auch. Ich war auch im Urlaub im Gottesdienst, denke ich. Es ist schon lange her, aber immer mit einer Freude in den Gottesdienst. Und weil es froh machen soll, habe ich so die Gewohnheit, auch in der Predigt mal ein etwas Lustiges zu sagen. Bei dem Thema heute, Vergeben, fiel das schwer. Dann gucke ich im Internet nach Humor und Vergebung. Da war selbst das Internet überfordert. Und sie haben manches über Vergebung gebracht, nur nichts Lustiges. Das ist kein lustiges Thema, denkt jetzt manche auch. Aber doch eine Sache habe ich gefunden. Da kommt jemand regelmäßig zur Beichte. Beichte ist, wenn jemand Sünde beim Namen nennt und sie ausspricht vor einem Seelsorger. Und der sagt zum Schluss, man nennt das theologisch, er gibt die Absolution. Er sagt, deine Sünden sind dir vergeben, je nach Konfession. Mein Sohn, du kannst wieder fröhlich nach Hause gehen. Das hat ihm so gut gefallen, die Gewohnheit, dass er regelmäßig zur Beichte ging, zum Bekenntnis seiner Sünden. Das ist sehr lobenswert und nachahmenswert. Nur er kam in eine große Verlegenheit. Der Pastor oder Priester oder wer es war, der hat natürlich gefragt, und, die kannten sich ja schon, und, was ist heute dein Problem? Nein, er sagte es konkreter. Was willst du heute beichten, damit ich dir auch heute Vergebung zusprechen kann? Und dann dachte er nach und sagte nichts. Mir fällt nichts ein. Ich habe auf dem ganzen Weg hierher überlegt, was ich falsch gemacht habe. Aber mir fällt keine Sünde ein. Das tut mir leid, sagte sein Seelsorger. Dann gibt es auch keine Vergebung. Ja? Wenn es keine Sünden gibt, gibt es auch keine Vergebung. Und er musste mit leeren Händen wieder nach Hause. Heute gab es keine Vergebung, weil er keine Sünden wusste. Aber das so als Geschichte am Anfang. Andreas, du hast schon so viel Gutes über
Vergebung gesagt. Das ist jetzt mein Trost, denn ich werde nur ein paar Blitzlichter in dieser kurzen Zeit über dieses große Thema machen können. Also keine Sorge, kein Grundsatzreferat, aber so ein paar Gedanken muss ich jetzt doch hier bei mir öffnen, damit ich den Faden immer schön finde, warum Vergeben so wichtig ist. Ich lese aus 1. Johannes 2, Vers 12 bis 14. Meine lieben Kinder, ich schreibe euch das hier noch einmal auf. Jesus Christus hat euch eure Schuld vergeben. Den Vätern unter euch möchte ich sagen, Moment, jetzt ist mir der Bibeltext entschwunden. Er kommt wieder. Da ist er ja, sorry. Also die Überschrift haben wir noch im Ohr. Jesus Christus hat euch eure Schuld vergeben. Den Vätern unter euch möchte ich sagen, ihr habt diesen Jesus kennengelernt und Jesus war schon immer da. Den Jugendlichen bei euch will ich nochmal Folgendes sagen. Leute, ihr habt den Bösen besiegt. Euch kleinen Kindern habe ich geschrieben, weil ihr den Vater kennengelernt habt. Und den Vätern habe ich geschrieben, weil ihr den kennt, der schon immer da war. Den Jugendlichen bei euch habe ich geschrieben, weil euer Vertrauen in Gott sehr stark geworden ist. Die Worte von Gott sind bei euch Thema. Sie beschäftigen euch und ihr habt das Negative hinter euch gelassen. Ihr habt es besiegt. Euch Jugendlichen, die kommen auch drin vor. Felix, gut aufgepasst. Und die anderen, die Jugendlichen kommen vor, die Kinder kommen vor, die Väter. Ich gehe gar nicht auf die Einzelnen ein, was er zu ihnen sagt, denn allen gilt diese Überschrift. Euch wurde eure Schuld vergeben. Warum Vergeben so wichtig ist? Johannes gibt in seinem Brief eine Antwort. Er sagt, meine lieben Kinder, das ist eine schwierige Anrede. Wer lässt sich gern so anreden? Meine lieben Kinder. Meine lieben Kinder, sagte mein erster Lehrer, den ich hatte. Der Herr König, so hieß er. Er hat manchmal so zu uns gesprochen, meine lieben Kinder, was machen wir heute in der Schule? Ja, wir waren ja erste Klasse, zweite, dritte Klasse. Immer denselben Lehrer, den ganzen Vormittag denselben Lehrer. Wir hatten eine gute Beziehung, aber wir waren nicht seine Kinder, zum Glück. Da waren wir alle glücklich drüber. Aber wir waren auch nicht immer lieb und wurden trotzdem so angesprochen. Liebe Kinder. Im Kindergottesdienst ging das auch so. Sonntagsschule hat man früher dazu gesagt. Und da war eine Diakonisse, die in der Woche 60 Kinder alleine betreut hat. Und dann kamen am Sonntag die Sonntagsschulkinder auch noch dazu. Und wenn Weihnachten vor der Tür stand oder sonst etwas und sie musste Ordnung hineinbringen, dann höre ich sie heute noch rufen, Kinder, Kinder. Meine Mutter hörte ich stöhnen, Kinder, Kinder, wir waren vier. Wenn ich heute den Kindern, die ich in die Jungschar fahre, eine WhatsApp schicke, weil ich wissen will, wer fährt mit, muss ein bisschen organisieren, dann schreibe ich, liebe Kids, wer fährt heute mit, meldet euch. Auch in der Gemeinde habe ich das mal erlebt. Wir haben an einer Stelle, da waren wir schon in Rheinhessen, einen großen Aufbruch unter den Jugendlichen erlebt. Wunderbar ging das. Ich war selbst noch ein ganz junger Pastor, aber da gab es auch Leute, die die Verantwortung trugen. Und wie oft habe ich einen der Ältesten gehört, es klingt mir heute noch in den Ohren, sogar auf Rheinhessisch, Kinder, Kinder. Ja, das war eine Botschaft, das war ein Inhalt, damit war alles gesagt. Aber ich kann euch sagen, es war immer Liebe dabei, also in diesem Fall. Und auch in den anderen, von die ich erzählt habe. Kinder, Kinder. Keine Frage, Kinder sind lieb, süß und anstrengend. Kinder. Was hat sich der gute Johannes, Schüler, Jünger von Rabbi Jeshua, Jesus, gedacht, als er hochbetagt, man schätzt 90, schreibt, meine lieben Kinder, Jesus hat euch eure Schuld vergeben. Das ist ja unser Thema, vergeben. Aber bleiben wir noch einen Moment bei den lieben Kindern und fragen uns, was er wohl damit gemeint hat.
Ich bin nicht wirklich schlau geworden, warum Johannes das schreibt, diese Anrede. Andere, die vor mir über diese Stelle nachdachten, denen muss es wohl genauso gegangen sein. Die einen sagen, naja, er war 90, da darf man seine Umgebung schon mal mit Kindern anreden. Es waren ja nicht seine eigenen. Aber das ist nur eine Erklärung und ich fand, es war nicht die beste. Manche denken, es sind Kinder angesprochen im Sinne von Anfängern im Glauben. Im Gegensatz zu den erfahrenen Vätern und Müttern, die ja auch angesprochen werden. Und die Teenager, die Johannes auch speziell anspricht. Einig sind sich alle, und da kommen wir zum Punkt, einig sind sich alle, auch ich mit ihnen, dass meine lieben Kinder an sich ein Ausdruck ist der Wärme, der Zuneigung, der Beziehung in der Familie. Ich denke, da sind wir auf der richtigen Spur. Es strahlt etwas Positives, es ist Vertrauenserweckendes aus dieser Anrede, warum immer sie auch gebraucht wird. Meine lieben Kinder, Wärme, Zuneigung, Beziehung, das ist typisch Johannes. Das ist schon sein Thema gewesen beim Evangelium, das er vorher geschrieben hat. Das wird auch sein Thema sein bei der Offenbarung. Das ist sein Thema bei seinen drei kurzen Briefen, die er geschrieben hat. Liebe. Ohne Liebe ging bei ihm, weder in seiner eigenen Nachfolge Jesu, als junger Mann, er war einer der Jüngeren, als in seiner langen, langen Zeit, zum Schluss als Märtyrer, der auf der Insel ausgesetzt wurde und nicht mehr unter den Leuten so normal leben durfte. Liebe war sein Thema. Er meint, mit Liebe, das wissen wir natürlich von ihm. Er meint nicht gute Gefühle füreinander, sich mögen, sich sympathisch sein. Das meint er nicht mit Liebe, sondern er meint aktives Zugehen aufeinander, das Ansprechen von Missverständnissen, mutiges Klären von Fehlverhalten und deren Bereinigung. Diesen Themen geht er nicht aus dem Weg. Wenn immer Johannes von Liebe spricht, dann meint er diesen Dreiklang lieben, sich annehmen und vergeben. Als ich meinen Dienst begonnen habe, ich war schon einige Jahre unterwegs und da formt man sich natürlich auch seine Botschaften, die Wichtigkeit, wie man auch selbst sein Jüngersein lebt und vieles ist im Umbruch. Vieles war auch im Umbruch, angefangen von eher formellen Dingen, die auch von uns Jugendlichen früher erwartet wurden, die uns fast vom Glauben wegbrachten statt hin. Aber dann auch dieses echte und ehrliche Miteinander Jesus nachfolgen, neue Wege für unsere Zeit suchen. Und es wird ja nie aufhören, dass man in seiner Zeit auch wieder sprachfähig sein muss. Damals fand ich diesen Dreiklang bei Johannes, aber natürlich auch in einem Buch, das jemand geschrieben hat. Und das hat mich begleitet bis zum heutigen Tag. Liebe, Annahme, Vergebung. Ich muss gestehen, beim letzten hatte ich ein bisschen Schwierigkeiten. Ich wäre auch mit zwei Dingen klargekommen. Ich wäre sogar manchmal mit einer Sache klargekommen. Aber Annahme ist schon etwas Deutlicheres. Den anderen annehmen, so wie er ist. Ihn willkommen heißen im eigenen Lebensbereich. In der Gemeinde, so wie den Felix heute Morgen. Liebe, Annahme und Vergebung. Wer die ersten zwei praktiziert, der braucht Vergebung, denn es geht nicht, das muss man sich eingestehen, es geht nicht, dass man alle so freundlich begrüßt wie den Felix. Da wären wir überfordert oder wir würden uns was vormachen oder irgendwas Utopisches erzählen. Aber wenn hinten die Vergebung steht, dann wissen wir, das räumt auf, das setzt alles an die richtige Stelle. Liebe, Annahme, Vergebung, ein Programm. Das spricht Johannes an, wenn er schreibt, liebe Kinder. Und er auch die anderen noch nennt, aber das ist eher nur der Kontext. Die Anrede, meine lieben Kinder, ist wichtiger, als ich anfangs vermutete und was mir zuerst Kopfzerbrechen bereitet hat. Es ist wichtig, das kennen wir doch. In der Anrede steckt immer schon ein wichtiger Teil der Botschaft. Nochmal, in der Anrede steckt immer schon ein wichtiger Teil der Botschaft. Ich will das erklären. Wie spricht der Bürgermeister und der Landrat, ja selbst der Bundeskanzler,
die an die er sich wendet. Er fängt ja nicht einfach so an. Er sagt, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Was drückt die Anrede aus? Die Anrede drückt aus, dass die so Angesprochenen zu dieser Stadt, zu diesem Landkreis dazugehören, dass sie teilhaben am Wohlergehen dieses Staates. Ja, wenn es eine ernste Rede ist und Ansprache, dann sogar die Verpflichtung, was man da bitteschön zu leisten hat, wenn man Bürger oder Bürgerin eines Landes ist. Liebe Schüler, sagt Andreas morgen früh. Ja? Und die Schüler wissen, sie sind angesprochen. Ja? Nicht der Hausmeister, der vielleicht vorbeiläuft, sondern die Schüler. Liebe Kollegen, sagt man vielleicht und weiß, das sind die gemeint, mit denen man arbeitet. Liebe Gäste, hier ist unser Gastzimmer. Ne? Das wissen die, wenn sie kommen. Ich war letzte Wochenende verreist mit meiner Frau und dann haben wir das Gastzimmer bekommen. Liebe Gäste, da kommt nicht jeder vorbei, der da eingeladen wird. Man weiß, man ist Gast. Und noch ein schönerer Vergleich, wo ihr sicher gleich zustimmen werdet und das Verlobungspaar von vorhin wohnt vielleicht gar nicht so weit auseinander, dass sie nicht die Gelegenheit haben, Briefe zu schreiben. Ein Rat an euch, tut's trotzdem, auch wenn ihr keine Briefmarke braucht, weil ihr es so abgibt. Wir, meine Frau und ich, haben vor einiger Zeit unsere Briefe entdeckt. Sie waren sehr versteckt vor unseren Kindern. Nicht extra, aber ich wusste in der Werkstatt ganz unten, da gucken die nie hin, das interessiert die nicht. Da waren die Kisten. Wunderschön. Ich habe die erste Kiste durchgeschaut. Da habe ich meine Frau gesagt, das sind ja nur die Briefe, die ich geschrieben habe. Hast du deine auch noch? Ja, sie wusste auch irgendwo, wo die sind. Und dann haben wir sie gelesen. Und ich kann euch sagen, die Anrede war Teil der Botschaft. Am Anfang war das dann nur, lieber Helmut. Ja? Nicht sehr aufregend. Aber daraus wurde mehr. Irgendwann kamen Briefe, mein lieber Helmut. Tja, dass solche Briefe bekam nur ich. Und ich kann euch jetzt nicht im Detail erzählen, da kamen noch andere schöne Begriffe hinten dran. Und manchmal, wenn ich studierte damals, wenn wir die Post bekamen, klingelte es schon wieder zum Unterricht. Die Überschrift hat manchmal schon gereicht. Es ist alles okay. Ja, schon in der Anrede. Meine lieben Kinder, schreibt Johannes, das ist eine Beziehungssache. Wenn man über Vergebung spricht, dann braucht man eine Beziehung, wenn das was werden soll. Zumindest wenn es in einem Gemeindeumfeld auch geschieht. Da braucht es Beziehung. Beziehung ist sehr hilfreich. Deshalb die Beziehung zur Vergebung. Ein bisschen schwieriger Brückenschlag. Ich möchte auch sagen, dass dieses Schuldvergeben, was Johannes sagt, dass das denen gilt, die wirklich Kinder sind. Das ist wichtig. Er sagt, meine lieben Kinder. Und er meint damit nicht Kleinkinder, er meint die Kinder Gottes in jedem Alter. Er meint die Menschen, die zur Familie Gottes gehören. Ich denke, es ist wichtig, dass man das immer wieder dazu sagt. Manchmal wird es leicht vergessen, dass man sagt, ja, meine Schuld ist mir vergeben und weiß gar nicht, was da passiert ist. Doch, ihr habt richtig gehört, es ist ein Zuspruch für die Kinder, die zur Familie Gottes gehören. Früher war diese Frage noch viel weiter verbreitet, nicht nur in der Kirche, früher gehörte ja irgendwo vor Jahrhunderten jeder zur Kirche, deshalb auch mein humorvoller Geschichte von vorhin. Da haben die Leute noch sich Gedanken gemacht. Sie haben sich Gedanken gemacht, wie bekomme ich Vergebung? Das Thema war überall, in den armseligen Hütten, und in den Schlössern der Reichen. Als Martin Luther lebte, war es auch im Kloster eine Frage. Wahrscheinlich für alle, für ihn besonders. Diese Frage hat die Reformation ausgelöst. Wie bekomme ich einen gnädigen Gott? Wow, der hat doch auch schon gelesen, ihr lieben Kinder. Ja, euch sind die Sünden vergeben. Aber er konnte das gar nicht glauben, weil er noch dachte, er muss etwas dafür tun. Er muss eine Vorleistung treffen, was ja Johannes gar nicht meint. Ich habe drei kleine Punkte, wo man es mitnehmen kann zum weiter Nachdenken. Nochmal ganz konkret und praktisch, warum ist Vergeben so wichtig? Erstens, weil es Gott wichtig ist.
Er hat seinen Sohn gesandt, der am Kreuz stirbt. Der am Kreuz stirbt und damit unsere Schuld vergibt. Das ist die Wurzel der Vergebung. Wenn ich einem Bruder, einer Schwester vergebe, dann werde ich immer wieder daran erinnert, vorhin auch in dem Text, wunderbar, wunderbar, ich habe es doch selbst so erlebt, ich kann es jetzt so weitergeben. Ich habe mit meinen Alpha-Männern auch darüber gesprochen, einen kleinen Test gemacht, als wir uns trafen. Ich wusste, mit so einem Text wüssten sie gar nichts anzufangen. Sie sollen im Alpha-Kurs ja erstmal hören, was das bedeutet, Kind Gottes zu werden. Und ich habe sie ganz offen angesprochen, habe gesagt, ihr werdet da völlig überfordert, einen Aufruf zu geben, du musst vergeben. Und wir haben im Alpha-Kurs viel Zeit, die Hintergründe zu erfahren. Jesus vergibt uns. Ich habe auch die Frage gestellt, was sie am meisten bewegt. Sie haben tatsächlich nicht geantwortet, wie bekommen wir einen gnädigen Gott. Heute fragt man, und das kam wie aus der Pistole geschossen, was muss ich tun, damit mein Leben gelingt? Oder noch ein bisschen philosophischer ausgedrückt, was muss ich tun, damit mein Leben sinnvoll ist? Es sind Ingenieure, es sind Leute mitten im Berufsleben, Familienväter. Die sagen, ich möchte wissen, deshalb bin ich in den Alpha-Kurs gekommen, nicht wie Martin Luther, wer meine Sünde vergibt, war gar kein Thema, sondern wie bekomme ich Sinn? Wie merke ich, dass mein Leben gelingt? Und darauf gibt die Bibel Antworten. Und ich finde es immer schön, am Alpha-Kurs, wo Nicht-Christen zusammen sind, in der Regel, dass man ihnen sagt, wenn ihr diesen Weg geht, der euch vorgeschlagen wird, den ihr kennenlernt, wenn ihr euch eines Tages entscheidet, Jesus nachzufolgen, auch in eine Kirche zu gehen und dort das Evangelium zu hören, wenn ihr euch entscheidet, selbst die Bibel zu lesen und zu beten, dann werdet ihr das und das erleben. Ich weiß, ich nehme den Mund dann sehr voll. Aber ich habe es ja selbst erlebt und ich denke, Jesus wird sie es auch erleben lassen. Vielleicht noch viel schöner, vielleicht noch viel toller. Und da ist das Thema Vergeben sehr wichtig. Das heißt, ich schwärme ihnen vor, wie das sein wird, wenn sie Christen werden. Sie hören mir zu, weil sie sind höfliche Leute und es gibt immer vorher was Leckeres zu essen. Aber ich sehe in ihren Gesichtern große Fragezeichen. Einmal habe ich es ihnen eingezeichnet, so eine Tür und das Kreuz, gibt es ein schönes Bild. Da sagten sie sogar, wenn du uns das erklärst, ist noch schöner als in dem Video, das tut einem auch gut. Nur einer, der hat das Bild angeschaut, ich habe das so hingemalt, und der hat gesagt, muss man da unbedingt durch diese Tür an diesem Kreuz vorbei? Ich hätte da eine andere Idee. Der Alpha-Kurs leitet die Leute an, immer zu sagen, interessanter Gedanke, tolle Meinung. Ich fand es nicht immer toll, aber ich habe mir so angewöhnt, wird auf jeden gehört. Und die anderen haben mir die Arbeit abgenommen. Die haben dann ihm geantwortet, doch, das sei schon wichtig, die kannten ihn besser als ich. Denn ohne die Frage, wo du deine Sünde loswirst, nicht, dass er ein ausgesprochen starker Sünder wäre, wir sind es ja alle, haben wir dann schon auch durchgenommen gehabt. Aber der Weg geht über Jesus, dass du ins ewige Leben kommst. Oder dass du Sinn findest, das war ja die Frage, dass du Sinn findest in deinem Hier, in dem Leben und dass dein Leben gelingt. Die anderen haben ihn da nicht durchgelassen. Ich musste gar nicht mehr viel dazu sagen. Nur ein paar Wochen später grinste er schon selbst und sagte, ihr wisst doch, ich hatte da eine Abkürzung, um zum gelingenden Leben zu kommen. Die anderen winkten ab und sagten, nee, ich glaube, da kommst du mit der Abkürzung nicht durch. Der Weg zum ewigen Leben geht, zur Sündenvergebung geht über Jesus. Das ist Gott so wichtig. Als sie den Gelähmten brachten, da hat er nicht gesagt, was willst du, dass ich dir tun soll? Er hat gesagt, es sind deine Sünden vergeben. Das ist das Wichtigste. Kann ich jetzt nicht näher eingehen. Und so komme ich jetzt zu dem zweiten gleich. Warum ist Vergeben so wichtig? Weil es Gott wichtig ist. Es gibt keinen anderen Weg, zu ihm zu kommen, als Schuld vergeben zu lassen am Kreuz. Das zweite, damit mein Leben gelingt. Und jetzt nehme ich ausnahmsweise, die Zeit läuft auch, den dritten Punkt, er gehört auch dazu. Gleich dazu. Warum ist Vergeben so wichtig? Also wir haben es schon gehört, weil es Gott wichtig ist, weil es
weil es wichtig ist für mich, damit mein Leben gelingt, und drittens, damit das Leben meiner Mitmenschen gelingt. Also diese drei Punkte wissen wir nach dem Mittagessen noch. Egal, wo du googelst oder in welchen Ratgebern du nachschlägst, überall findest du den Hinweis, klingt ein bisschen egoistisch, jemand vergeben, das tut man nicht dem anderen, sondern sich selbst zuliebe. Das ist ein Gedanke, den muss man sacken lassen. Vergeben, wenn man aufgefordert wird, dass jemand fragt, kannst du mir vergeben? Tut man nicht nur, sage ich jetzt mal, dem anderen zuliebe, klar auch, sondern in erster Linie für sich selbst, weil es Spaß macht, weil es Freude macht. Spaß ist jetzt zu oberflächlich, aber Martin Luther sagt, Buße ist ein fröhliches Geschäft. Man spürt den Frieden nachher, schon der ist es wert. Man spürt den Frieden nachher. Ich habe mal als Kind, deshalb ist es ja wichtig, dass auch Kinder schon mit Fragen der Schuld und Vergebung berührt werden. Ich habe als Kind immer auf meinem Weg zum Klavierunterricht, an die Musiker, es ist nichts draus geworden, aber man hat es versucht, ja, auf dem Weg jede Woche zu meinem alten Klavierlehrer, der immer sofort gemerkt hat, dass ich nicht geübt hatte, aber ein anderes Thema. Aber meine Mutter sagte, wenn du schon dorthin gehst, hat ja auch viel Geld gekostet, also sie wollte, dass ich hingehe, dann kannst du unterwegs noch einkaufen. Die Supermärkte kamen gerade auf. Und sie hat mir eine Liste gegeben und ich bin hingegangen. Das war interessanter als die Klavierstunde nachher, auf dem Weg dorthin, und habe den Wagen geschoben, habe eingekauft. Immer nach der Liste, fast immer. Jedes Mal ging eine Milka-Schokolade, die liebe ich heute noch. Ich bekomme dafür kein Geld, wenn ich das sage, ja, aber ja, habe ich immer eine Milka-Schokolade dazu gelegt. Für meine Geschwister? Nein. Für mich. Und es war jedes Mal ein Gewaltakt, ich durfte die nicht mit nach Hause bringen, höchstens heimlich. Zu Hause wird geteilt. Ja, das wollte ich ja nicht. Ich brauchte die für mich. Die Hälfte vor der Klavierstunde, die andere Hälfte an der Bushaltestelle und doch keine Spuren. Ja, ich wusste von der ersten Woche an, das war nicht richtig. Wir hatten auch nicht viel Geld in der damaligen Zeit. Es war nicht richtig. Ich habe es aber jede Woche gemacht. Bis dann durch meine Banklehre oder Schule glaube ich, ich war noch recht jung, bis ich in eine andere Schule ging, dann musste ich den Klavierunterricht abbrechen, sehr zu meiner Freude, und ja, die Schokoladenquelle war weg. Und ich kam da nicht mehr vorbei. Dann habe ich aufgehört. Und dann, ein Jahr später, habe ich mich entschieden, Jesus nachzufolgen. Und dann passierte, was passieren musste. Irgendwann wurde mir das jeden Tag zu einer Stimme. Das war nicht richtig. Ja, Geld hatte ich nicht, um irgendwie das so auf diese Weise still und heimlich wieder zu regulieren. Also bin ich zu meiner Mutter, ich will es kurz machen, und habe es erzählt. Sie war nicht begeistert, aber sie hat gesagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Es wäre einfach nicht weitergegangen ohne diese Station des Vergebens. Und sicher ist es dann immer auch bei euch sehr oft, ihr könnt da sicher auch Beispiele nennen. Ich habe das unter dem Stichwort genommen, es ist wichtig, Vergebung ist wichtig für mich, Vergebung ist auch wichtig für den anderen. Meine Mutter wusste das. Sie war auch überzeugte, praktizierende Christin, und sie wusste, wenn ich da jetzt nicht die Vergebung ausspreche und es dem Jungen nachtrage, dann wird aus dem auch nichts. Ja? Und sie hat es getan, sie hat mir vergeben. Ich habe später eine viel gewichtigere, andere kleine Geschichte gefunden von Philipp Friedrich Hiller. Der hat ein Lied geschrieben. Vorhin hieß es, wir singen jetzt ein altes Lied. Da dachte ich so, ich habe ein viel, viel älteres. Dieser hat nämlich 1699 gelebt. Und der hat ein Lied geschrieben, manche werden es noch kennen von früher. Da hat er geschrieben, die Sünde ist vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Klingt wirklich jetzt alt, ne? Aber ich bin alt und ich darf das auch so singen. Ich singe sowas gern. Und wenn es für mich alleine ist zu Hause. Die Sünde ist vergeben, das ist ein Wort zum Leben für den gequälten Geist. Jetzt erst habe ich die Geschichte von Philipp Friedrich Hiller mal gelesen und habe festgestellt,
der wurde mit 52 Jahren als Pfarrer der Kirche, aktiver Pfarrer, mit 52 Jahren stumm. Er wurde stumm. Und man spielte mit ihm übel mit. Er war nach damaliger Gewohnheit in seinem Amt geblieben, denn es gab noch keine Rente. Und die Leute haben ihn bezahlt, obwohl er nicht reden konnte. Und das hat manchen Leuten nicht gefallen. Und sie haben ihn angezeigt, quasi, oder wollten, bei dem Obersten von der Kirche. Sie haben gesagt, wir gehen hin und sagen, wir wollen einen Pfarrer, der redet. Kann man ja irgendwo auch nachvollziehen. Ja? Wir wollen einen Pfarrer, der spricht. Und sie sind hingegangen, weiter Weg. Sie mussten übernachten wohl oder einkehren, irgendwo im Gasthaus. Und dann sagt einer, guck mal, was ich hier habe, holt so eine Zeitung hinten und liest was vor, einen Text und sagt, das Blatt nehmen wir mit. Wir werden dem Dekanatschef sagen, so einen Pfarrer möchten wir. Und sie gingen hin und selbst nicht so sprachgewandt, haben sie den Zettel dem gegeben, haben gesagt, so ein Pfarrer, schick uns in unser Dorf. Der hat sich das angeguckt, hat sie angeguckt und dann sagt er, wisst ihr, von wem dieser Text ist? Nee, wissen wir nicht, aber so wie der redet, so wie der schreibt, den wollen wir bei uns. Dann hat er gesagt, darunter steht in Abkürzung, ich kenne den Text, Philipp P.F.H., Philipp Friedrich Hiller. Das Erstaunen war groß. Ja, den wollen wir, haben sie gesagt. Und sie haben ihn bei sich behalten. Sie haben ihn, bis er dann in normale Rente kam oder solange er lebte, sie haben ihn bei sich nicht nur wohnen lassen, sondern sie haben dieses, was er schreibt, gelesen, verteilt. Sie waren dann einverstanden, dass junge Vikare kamen als Ersatzleute, so hat man das damals gemacht. Die mussten ein bisschen predigen üben. Ja, die haben dann am Sonntag gepredigt, aber dieser Mann wurde für viele so ein großes Zeugnis. Also warum ist Vergeben wichtig? Weil es Gott wichtig ist. Es ist wichtig für uns selbst, dass wir uns entwickeln können, liebe Kinder, und es ist wichtig für all die anderen, die mit uns leben, dass ihr Leben gelingt. Wann hast du zum letzten Mal jemand vergeben? Mit Worten oder in Gedanken oder in einem Brief oder Telefongespräch? Vielleicht kommt heute Mittag Besuch und du hast die Gelegenheit, etwas zu bereinigen. Du gehst auf jemanden zu, mit dem es Streit gab und sagst, bitte vergib mir. Du wirst merken, so kann Leben gelingen, so kann Leben sich entfalten. Amen. Wir wollen beten. Jesus Christus, du willst, dass unser Leben gelingt, dass wir auch im Leben mit dir geistlich als deine Nachfolger klarkommen, die Kinder, die Jugendlichen, die Väter und Mütter, die Alten, alle. Und du hast uns die Vergebung geschenkt, die Möglichkeit zu vergeben, die Möglichkeit, etwas zu bereinigen. Lass es auch für uns ein fröhliches Geschäft sein, heute und morgen und jeden Tag, damit unser Leben gelingt und auch das Leben der Leute, die mit uns unterwegs sind. Amen.